Ah, endlich, meine neue Platte ist da. Jetzt kann's losgehen. Oh Mensch, die sieht doch super aus. Aber Moment mal, wieso wackelt die denn? Das gibt's doch nicht! Oh. Wer kennt es nicht? Man möchte mit seinem Projekt anfangen, packt das neue Leimholz aus. Bumm, das Ding ist krumm wie ein Bogen. Scheiße. Aber bevor jetzt alle sagen, oh, das ist ja der Baumarkt. Moment. Das gleiche Problem kann ja genauso gut auftreten, wenn wir selber eine Platte verleimen, so wie diese hier. Die wackelt genauso rum. Und das Problem mit krummem Holz hat ja auch erstmal gar nichts mit der Leimholzplatte zu tun. Die Lösung, die wir uns aber heute angucken, schon. Moment mal, was ist denn das Problem? Das Problem erkennt man natürlich hier unten sehr, sehr schnell. Unsere Platte hat sich komplett geschüsselt. Das heißt, sie biegt sich hier so rum. Warum das so ist, gucken wir uns gleich nochmal an. Bei unserem Stück Holz hier oben, was aber einfach nur ein Stück Holz ist, was gar nicht verleimt ist, haben wir genau das Gleiche. Durch die Trocknung hat sich das Teil irgendwie verzogen. Wir haben auch hier so eine Bogenform, genau entgegengesetzt zu unseren Ringen. Jetzt ist natürlich die Lösung eigentlich ganz einfach, würde man sagen. Vor allem, wenn wir uns dieses Stück Holz hier angucken, liegt die Lösung doch glasklar auf der Hand. Jonas, Mensch, sag mal, spinnste. Geh doch zur Abrichte mit dem Ding. Ich habe euch auch schon mal gezeigt, wie ihr solche Stücke sehr, sehr materialsparend abrichten könnt. Das Video verlinke ich euch hier. Natürlich wäre bei Massivholz, wo es eigentlich normal ist, dass Bretter ein bisschen schief sind, der logische Schritt zu sagen, ich richte das ab. Das ist sozusagen der Prozess vom Geradeziehen. Jetzt gibt es da nur eventuell zwei Probleme. Ich habe überhaupt gar keine Abrichte. Das könnte ein Grund sein, warum ich überhaupt im ersten Schritt eine Leimholzplatte im Baumarkt kaufe. Ich habe gar keine großen Maschinen. Abrichten fällt also hinten rüber. Eine zweite Variante könnte sein, die Teile sind A zu groß für die Abrichte oder B, so wie bei unserem Beispiel hier, wir haben bereits abgerichtet und haben schon final verleimt und haben nicht mehr genug Material, das Ganze hier abzurichten. Es ist einfach schon zu dünn. Und auch bei unserer Leimholzplatte ist ganz klar, wenn wir da jetzt anfangen, die abzurichten, dann bleibt gar nichts mehr übrig, weil die Platte so krumm ist. Warum ist sie krumm? Erkläre es mir! Das Holz, was wir in der Regel verarbeiten, ist trocken. Wenn wir aber einen Baum fällen, können wir davon ausgehen, dass das Holz erstmal übertrieben gesagt nass ist. Und genau da liegt auch das Problem. Ja, ist doch easy. Nasses Holz halte ich hier an die, an die Scheibe ran. Bums, ist es wieder trocken. Aber genau das ist das Problem. Wenn wir Holz zu schnell trocknen, entsteht sehr viel Spannung im Holz, weil wir einfach eine Seite schneller trocknen als die andere. Vereinfacht gesagt, genau das, was ich gerade gemacht habe. Wenn ich das hier an die Scheibe halte, dann wird diese Seite hier sehr, sehr heiß und die hier nicht. Das heißt, es entsteht Spannung im Holz. Richtig getrocknetes Holz, das Beste in der Qualität wäre luftgetrocknet. Das dauert aber auch am längsten. Wenn man kammergetrocknetes Holz kauft, und das tut man in der Regel, dann ist man davon abhängig, dass der Mensch, der kammergetrocknetes Holz herstellt, genau weiß, was er tut. Ansonsten ist das Holz einfach von minderer Qualität, hat also Spannung. Nichtsdestotrotz ist die Lösung für unser Problem schon wieder diese Sprühflasche. Wie kann das eigentlich sein? Wasser ist das Problem, beziehungsweise wie wir es rausbekommen, und Wasser könnte auch die Lösung sein. Hier liegen jetzt unsere drei Problemfälle. Alle so, dass sozusagen das U, die offene Seite, nach oben zeigt. Sieht man auch daran, wie das hier wackelt. Wir haben jetzt hier natürlich drei verschiedene Fälle. Das ist unsere Leimholzplatte, die ist schon recht extrem. Das ist ein normales Stück Holz, das schüsselt sich fast gar nicht. Und wir haben das hier, was einfach eine komplette Banane ist. Was wir jetzt probieren ist, wir machen jetzt alle Teile wieder nass. Das heißt, wir sprühen überall Wasser drauf und dran drehen wir sie um, sodass die nasse Seite unten auf dieser Folie ist und lassen sie einen Tag liegen. Und gucken mal, was genau passiert dann. Ich würde sagen, ich rede gar nicht lange drum rum. Los geht's.
Wie genau soll das denn jetzt funktionieren? Der Baum ist doch tot, der trinkt das Wasser doch nicht mehr. Doch, Holz ist, und das ist sozusagen vereinfacht gesagt, wie ein Schwamm. Das heißt, dieses Stück Holz wird immer weiter Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben. Da habe ich letztens einen sehr interessanten Kommentar bekommen. Wer als Tischlermeister Holz nass macht, der hat doch einen Knall. Also wer als anderer Tischlermeister nicht versteht, dass Holz damit umgehen kann, der hat vielleicht viel mehr einen Knall. Holz kann die Feuchtigkeit aufnehmen und sich ausdehnen und es kann aber auch wieder verdampfen. Das ist das, was wir also nutzen. Wir machen das Brett jetzt nicht nass und lassen es für immer nass, sondern wir wollen, dass es sich wieder gerade liegt und die Feuchtigkeit soll wieder raus. Das ist der Prozess, den wir uns hier zu nutzen machen. Das ist aber auch ein weiterer Grund, warum Holz krumm werden könnte. Es kann einfach sein, dass wir zum Beispiel ein Stück Holz haben, was im Regen lag oder wir ein Glas Wasser drüber gekippt haben, wir haben es nicht weggewischt. Holz nimmt Feuchtigkeit, wenn es nicht behandelt ist, auf und gibt sie wieder ab. Das kann dazu führen, dass Möbelstücke sich verformen oder halt auch die Spannung vom Trocknen. Einer der beiden Gründe wird es wohl sein. Jetzt müssen wir warten, mindestens 24 Stunden. Also bis morgen. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ein Tag ist vergangen und eine Sache kann ich schon mal sagen. Das Brett, was in sich komplett verdreht ist, das ist immer noch verdreht. Aber wie sieht es bei den anderen beiden aus? Vor allen Dingen bei der Leimholzplatte. Wir schauen uns zuerst unser kleines Nussbrett an. Und wenn wir hier auf die Oberseite gucken, würde ich sagen, sieht das ziemlich gut aus. Und wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, das hier war ja vorher die U-Seite sozusagen, nach oben hin offen, dann sieht auch das ziemlich super aus. Wir haben unsere Rundung sehr gut rausbekommen. Jetzt kommen wir zu unserer Leimholzplatte, zum echten Problemfall. Und man sieht sofort, das ist überhaupt nicht mit vorher zu vergleichen, egal wo ich das jetzt hier hinlege. Wir sehen, dass unsere Platte wirklich viel, viel gerader als vorher ist. Das ist jetzt ja die Buckelseite, wir nehmen sozusagen mal die andere und schauen uns die eben an. Und auch da sehen wir, das ist überhaupt nicht mit vorher zu vergleichen. Mann, oh Mann, mit ein bisschen Wasser können wir tatsächlich eine Platte oder auch ein Stück Holz wieder gerade bekommen. Wir haben schon gesehen, es gibt natürlich eine Einschränkung. Wenn unser Holz komplett crazy in alle Richtungen schief ist, dann ist es schwierig, das Ganze mit Wasser auszugleichen, weil das Wasser ja gar nicht genau weiß, ja, in welche Richtung soll es jetzt zurück. Wenn wir einfach nur ein geschüsseltes Brett haben, dann können wir das gut anwenden. Aber Moment, auch da gibt es natürlich eine Einschränkung. Wenn ein Stück Holz oder auch ein verleimtes Brett grundsätzlich in eine runde Form sich drucken möchte, dann müssen wir wie anfangs überlegen, warum ist das eigentlich so? Und wir müssen erstmal davon ausgehen, selbst wenn wir es wieder gerade bekommen haben, kann es sein, wenn sich alles wieder setzt, dass es wieder krumm werden möchte. Das heißt, wir müssen etwas tun, was in der Holzbearbeitung immer wichtig ist. Wir müssen uns überlegen, wie bauen wir unsere Teile zusammen. Bei einer solchen Leimholzplatte zum Beispiel könnten wir das Ganze mit Fingerzinken oder auch normalen Zinken machen. Die helfen dagegen, dass die Platten sich gegeneinander verdrehen. Was man genauso gut machen könnte, ist, man verschraubt das Ganze. Auch dann kann sich die Platte nicht mehr so stark bewegen. Ganz wichtig ist, man muss sich darüber im Klaren sein, diese Kräfte aufzufangen. Was wir aber sehen ist, wir können es wieder gerade bekommen. Und dass wir es wieder gerade bekommen, ermöglicht es uns, dass wir unsere Teile zum Beispiel zusammenbauen können. Das ist bei einer Platte, die rund ist, sehr, sehr schwierig. Wenn ihr da versucht, eure Zinken zusammenzupacken, schlagt ihr wahrscheinlich eher die Platte auseinander, als dass das Ganze gut passt. Also, ihr könnt euch das auf jeden Fall merken. Und ich sage es nochmal. Wasser, Wasserdampf, Wärme, solche Sachen sind immer erstmal ein Anhaltspunkt, um Holz zu verformen. Nichts anderes machen wir, wenn wir Holz biegen wollen. Wir machen es nass, es wird dadurch wieder beweglich, zack, wir biegen es in Form und es trocknet. Da gibt es auch ein bisschen Springback, aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Was ich auch sagen möchte ist, wenn ihr jetzt so einen dicken Baumtisch habt, macht da kein Wasser drauf in der Hoffnung, dass sich das wieder gerade zieht. Diese Technik hat definitiv, würde ich sagen, sein Limit. Und ich würde sagen, solche Teile wie hier, da ist es erreicht. Und ich sage es auch nochmal für all die, die sagen, ja, abrichten ist immer der richtige Weg. Wenn ich aber keine Abrichte habe und zum Beispiel mit so einem Leimholzbrett trotzdem arbeiten möchte, psst, psst, bisschen Wasser, nicht zu viel, nicht zu wenig. Besser kann ich es nicht beschreiben. Aber das dürfte auf jeden Fall ein Abonnement wert sein. Also smash doch mal den Abo-Knopf. Bau! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.